anregenden Stoff Dopamin abhängen. Je höher der Dopaminstoffwechsel in diesen Stirnhirnnetzwerken, desto kreativer werden Leute. Das lässt sich relativ einfach erklären, dadurch, dass diese Stirnhirnnetzwerke Zugriff zum Langzeitgedächtnis haben, das woanders im hinteren Teil des Gehirns sitzt. Das heißt, Ideen, Inhalte, Vorstellungen, die vorher unverbunden waren, werden jetzt im angeregteren Zustand zusammengebracht. Ideen, die niemand vorher gedacht hat, werden jetzt gedacht. Nach nur einem Tag in New York ist Matt Savage in der Lage, die Stimmung der Stadt am Klavier zu improvisieren. Aber nur an der Hand seiner Mutter kann er die Flut der Eindrücke bewältigen, ohne in Panik zu geraten. Egal ob in Manhattan oder zu Hause in New Hampshire. Matt steht jeden Tag mitten im Chaos. Mathematik und Musik beruhigen sein Gehirn. Denn beide gehorchen einer inneren Logik. Auch sein Spielzeug zu Hause ist manisch exakt geordnet. Banale Alltagsdinge aber machen ihn ganz konfus. Als Matt in die Vorschule kam, hatten wir gleich am zweiten Tag einen Anruf von der Schulleitung. Man sagte uns nur, holen Sie sofort Ihren Sohn ab, wir kommen mit ihm nicht klar. Er ist hiermit offiziell der Vorschule verwiesen. Da wurde uns mit einem Schlag klar, irgendwas stimmt nicht mit Matt. Stellen Sie sich vor, man würde Sie heute in Peking aussetzen. Sie könnten die Schilder nicht lesen, die Sprache nicht verstehen, Sie wären völlig verwirrt. Sie würden sich fühlen wie ein Außerirdischer. Und genauso fühlen sich Menschen mit Asperger-Syndrom. Sie sind Außerirdische in der sozialen Welt. Und deshalb fliehen sie in die Welt der Physik, der Mathematik, der Musik. An Tagen merkt man Matt heute kaum noch an, dass er anders ist. Aber seine Eltern kennen die anderen Tage. Matt geht nach wie vor nicht zur Schule, sondern wird zu Hause unterrichtet, gemeinsam mit seiner ebenfalls autistischen Schwester. Dabei ist Lernen für ihn ein Kinderspiel. Er behält einfach alles. Es muss ihn nur interessieren. Von allen Achterbahnen der Welt kennt er jede Kurve, jeden Steilheitsgrad, einfach alles. Von Disneyland bis Soltau. Alles, was Matt kann, hat er sich selbst beigebracht. Er ist gut in Geografie, spitze in Mathe. Er weiß alles über Achterbahnen. Er liest etwas, saugt es auf und behält es einfach. Wenn Sie mich bitten würden, eine Achterbahn zu improvisieren, würde ich in etwa das hier machen. X ist eine ganz besondere Bahn. Sie steht in Six Flags Magic Mountain bei Los Angeles. Der erste Anstieg geht bei X nicht vorwärts, sondern rückwärts. Da siehst du nicht den Himmel, sondern die ganze Aussicht. Und dann auf 60 Meter Höhe meinst du, du stürzt jetzt in einem 89-Grad-Winkel mit 122 Sachen 60 Meter kopfüber runter. Aber nein. Du denkst, okay, nur so eine kleine Kuhle, huh? Das war's schon. Falsch. Die vierte Dimension dreht dich auf den Kopf und dann ab durch die 89 Grad mit 122 Sachen 60 Meter über Kopf. Absturz. Und wie hoch war die größte Achterbahn, die du selbst je gefahren bist? 12 Meter. Naja, ich bin halt kein Achterbahnfreak. Also, ich studiere lieber Achterbahnen. Ich fahre da nicht drauf. In den Bücherschluchten des Trinity College in Dublin hat der Autismusexperte Professor Michael Fitzgerald eine provozierende Theorie entwickelt. Er hat Biografien von Berühmtheiten untersucht, denen überragende Kreativität bescheinigt wird. Fitzgeralds These? Eine illustre Reihe von Genies, angefangen mit Albert Einstein, zeigt zum Teil deutliche Zeichen des Asperger-Syndroms, einer milden Variante des Autismus. Newton, Mozart,
Beethoven und Freud gehören zu Fitzgeralds Galerie von Verdächtigen. Aber auch Alfred Hitchcock und Andy Warhol. Für Fitzgerald steht fest, bei allen Genies ist das Gleichgewicht zwischen linker und rechter Hirnhälfte gestört. Ihre sozialen Fähigkeiten waren auffällig schwach. Ihre Obsession für Logik und Systematik dagegen umso stärker. Genauso hat der Wiener Kinderarzt Hans Asperger 1944 die nach ihm benannte Form des Autismus beschrieben. Der Übergang zum weltfremden, schrulligen Wissenschaftler ist dabei fließend. Neben den typisch autistischen sozialen Defiziten zeigten alle Genies jedoch eine herausragende Intelligenz. Einstein und Mozart waren vielleicht keine Savants, doch genau wie die Savants profitieren auch Genies von einer Fehlschaltung im Gehirn. Die einzelnen Hirnmodule sind bei ihnen weniger gut vernetzt. Fitzgerald ist überzeugt, dass erst dieser Defekt Einstein zum Genie machte. Einstein war der kreativste Geist der vergangenen 100 Jahre. Als man sein Gehirn untersuchte, fand man deutlich mehr Zellen im Scheitellappen. Das hat seinen inneren Prozessor vergrößert, wie bei einem Computer. Einer der Gründe, warum Einstein so kreativ war, und der andere Grund, und er hat das selbst oft betont, er sagte, er sei immer ein Kind geblieben. Er habe die Dinge mit den Augen eines Kindes gesehen, das heißt bis ins letzte Detail exakt, statt auf gewohnte Perspektiven reinzufallen. Stephen Wiltshire ist kein Einstein. Seine genialen Fähigkeiten sind wie bei fast allen Savants auf enge Felder begrenzt. Aber das Panorama von Rom, das er für uns aus dem Gedächtnis zeichnet, ist ein Geniestreich. Oder zumindest ein kleines Wunder. Ende des zweiten Tages hat Stephen gut die Hälfte geschafft. Inzwischen beginnt Stephens Arm von der ungewohnten Malhaltung zu schmerzen. Und doch lächelt er den ganzen Tag und hört Disco-Musik der 70er Jahre auf dem Kopfhörer. Stephen redet nicht viel, aber er ist offen und freundlich. Manche Wissenschaftler befürchten, dass Stephen das Talent der Living Camera verliert, je besser seine sozialen Fähigkeiten werden, erzählt Stephens Schwester Annette. Bei anderen Savants sei das bereits geschehen. Und auch wenn wir inzwischen sicher sind, dass er es schafft, befallen jetzt zur Abwechslung Stephen Zweifel. Ich weiß nicht, ob ich mir genug gemerkt habe. Manchmal bin ich mir einfach nicht sicher, weil überall so viele kleine Details sind. Mein Kopf ist voll von diesen Einzelheiten. In den Labors der Universität von Sydney sind die Versuchspersonen Mike und Alice inzwischen bei einem weiteren Test angekommen. Mit Magnetimpulsen wird Professor Alan Snyder eine Hirnregion an der linken Schläfenseite abschalten, um ihre Wahrnehmung zu verändern. In der Hoffnung, dass man das ihren Zeichnungen ansieht. Knapp die Hälfte aller Probanden zeichnete danach zumindest anders, einige sehr viel genauer. Auf dem Bildschirm erscheinen für eine Minute zwei Frauengesichter. Dann haben Mike und Alice eine weitere Minute, die entsprechenden Porträts zu zeichnen. Und schon folgt die nächste Aufgabe. Jetzt haben Sie eine Minute, einen Hund zu zeichnen. Noch aber liegt ein langer Weg vor Snyders Lebenstraum. Eine Methode zu entwickeln, die uns vorübergehend zu kleinen Savants macht. Nicht um zu zeichnen wie Stephen Wiltshire, sondern um unsere Wahrnehmung von Vorurteilen zu befreien. Für Snyder ist das die Voraussetzung für Kreativität. Noch reagieren nur 40% der Versuchspersonen überhaupt auf TMS. Noch zeichnen sie in Sydney nur unterschiedliche Hunde oder lesen Sprichwörter. Aber Snyder ist überzeugt, dass man Regionen im Gehirn abschalten muss, um verborgene Fähigkeiten zu entdecken. Fascinating. That you have to turn off part of the brain. Es ist faszinierend, dass sie einen Teil des Gehirns abschalten müssen, um savanthafte Fähigkeiten ans Licht zu bringen. Denn diese Fähigkeiten beruhen nicht darauf, dass jemand mehr auf dem Kasten hat, sondern weniger.